Der großen Wohnungsnachfrage Rechnung tragend wurden wieder etliche Wohneinheiten in der Manswörther Straße ihren neuen Besitzern übergeben. Eine sehr moderne und anspruchsvolle Bauweise zeichnet dieses Wohnprojekt aus. Warum haben Sie sich für diese Wohnhausanlage entschieden? Was ist das Besondere hier? Das Besondere ist, es ist erstens sehr nahe zu meinem Arbeitsplatz, sprich Flughafen. Es ist doch nah bei meinen Eltern und ich wollte immer eine Wohnung haben, die jetzt nicht direkt in Wien ist, sondern mehr im Grünen, aber doch nahe an Wien, dass ich schnell in der Stadt sein kann. Es war eine sehr gute Zusammenarbeit. Wir haben den Spatenstich gehabt im Sommer 2011, also es sind jetzt knapp 1,5 Jahre, die wir hier tätig waren. Und ja, wie gesagt, also die Behördenkontakte haben hier sehr gut funktioniert. Also die Stadtgemeinde Schwechat arbeitet überaus effizient. Und für einen Bauträger ist das sehr wichtig, wenn man hier in der Verwaltung hier zuverlässige Partner hat. Manswörth ist nahe dem Naturpark Donau an. Die Manswörterinnen und Manswörter sind ja grundsätzlich zufrieden mit ihrem Wohnort. Natürlich haben wir noch Nachholbedarf. Ich spreche nur an den Nahversorger, an dem arbeiten wir. Es ist ja nicht so, dass man eine Firma dazu zwingen kann, dass sie hier tätig wird. Aber wir sind guter Hoffnung, dass wir aufgrund des Zuzuges, dass Manswörth auch attraktiver wird. Das wird es. Manche Firmen fragen an. Allerdings, da muss man noch die Details klären, weil leider ein Grundstück zur Verfügung zu stellen, ist nicht ausreichend offensichtlich. Da wird man vielleicht möglicherweise Geld in die Hand nehmen müssen. Und das muss man beurteilen, ob das dafür steht oder nicht. Zumal die Bevölkerung, die in Manswörth ansässig ist, ein Großteil ist mobil, fährt auch nach Schwechat einkaufen. Aber eben für die ältere Bevölkerung, für die wäre das sehr wichtig. Daran arbeiten wir, auf jeden Fall versprochen. Was uns ganz besonders wichtig ist, ist, dass wir das Projekt am Frauenfeld, wo 160 Wohnungen entstehen werden als nächsten Teil, dass wir daran weiterarbeiten. Wir haben im Gemeinderat am 17. Dezember vor, auch hier die entsprechenden Rahmenbeschlüsse zu fassen. Bei diesen 160 Wohnungen sind auch 40 Wohnungen für Seniorinnen und Senioren dabei mit einem ganz eigenen, wunderbaren Konzept, auf das ich mich schon ganz besonders freue. Und natürlich das große Wohnprojekt am Trappenweg mit 300 Wohnungen. Und damit können wir wieder einen schönen Teil abarbeiten. Und das ist sehr wichtig und das wird sicher auch am 17. Dezember die Diskussion im Gemeinderat mit der einen oder anderen Facette beherrschen. Wie schaut es mit der Leistbarkeit aus? Es ist ja nicht, glaube ich, so einfach, vor allem alleine eine Wohnung zu halten. An und für sich, es ist leistbar. Man muss halt sicherlich einiges ansparen, aber von dem her ist das kein Problem. Wir haben die Förderung so ausgelegt, dass eine junge Familie nur maximal 25% ihres Nettofamilieneinkommens für den Wohnraum zur Verfügung stellen muss für die Kaltmiete. Und das ist, glaube ich, eine Benchmark, die sich sehen lassen kann, die sich auch jeder leisten kann. Und ich denke, das zeigt, dass wir hochqualitativen Wohnraum haben und einen leistbaren Wohnraum, sodass in Niederösterreich wirklich jede Familie sich auch einen Wohnraum leisten kann. Und daher setzt das Land insgesamt über 500 Millionen Euro ein, um das auch zu bewerkstelligen.